Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Und ja, Leute, heute sprechen wir um das Thema, was zurzeit in sehr, sehr großer Munde ist. Minecraft 2.0? Ja, Leute, wie ihr anhand dieses Trailers gesehen habt, den ich gerade im Hintergrund durchlaufen lasse oder lassen werde, seht ihr ein neues Spiel oder besser gesagt eine verbesserte Version von Minecraft. Und zwar Hytale, beziehungsweise heißt so das Spiel, was vom Entwicklerstudio von Hypixel, dem bekanntesten oder besser gesagt den Minecraft-Server mit den meisten Spielern derzeit programmiert wurde, schon seit über 4 Jahren. Und ja, Leute, ihr seht, was die jetzt für einen krassen Shit so rausgehauen haben. Und Leute, als ich mir den Trailer als erstes reingezogen habe, war ich eigentlich so, ja, ganz gutes Spiel, kann man machen, vielleicht zocke ich das an. Aber dann so in der Mitte vom Trailer sind so krasse Sachen gekommen, da habe ich mir echt gedacht, wow. Und das Krasse an diesem Spiel ist, halt, es ist im Prinzip ähnlich wie Minecraft aufgebaut, aber mit viel mehr Möglichkeiten. Man kann an dem Spiel modden, das heißt eigene Features hinzufügen in dem Spiel drinnen, ohne selber irgendetwas zu programmieren zu müssen. Man kann über dieses Spiel mit seinen Freunden einfach irgendwie so einen Film oder so gucken. What the heck? Man kann einfach so einen Kurzfilm in Minecraft, so im Herr Bergmann-Style drehen. Und so richtig mit Kulisse und allem, was man da aufbauen kann. Das ist unnormal nice. Es gibt wieder verschiedene Minigames, wie wir das jetzt schon von Minecraft kennen. Das Spiel wird besser optimiert sein. Das heißt auch, dass tausende Spieler im Prinzip an einer Stelle stehen können und man richtig fette Schlachten in Minecraft machen kann, was ich ultra nice finde. Und natürlich wird es auch eine krasse Serverfunktion geben. Das heißt, jeder kann sich seinen eigenen Server erstellen, wie das im Prinzip auch in Minecraft ist. Und das hat alles mit verbesserter Grafik, coolen Biomen, besseren Skins. Es sieht einfach alles realistischer aus, so. Die Sache bei Minecraft ist halt einfach, die droppen irgendwie so, ja, jedes Jahr hier mal so ein Update, aber so ein ganz großer Change kam noch nicht. Und ich frage es halt, wenn Hytale released wird, frage ich mich, was Minecraft bzw. Mojang bzw. Microsoft da hingegen bringen will. Eine andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, ob Hypixel, sie sind zwar der bekannteste Minecraft-Server momentan, aber ob dieser Server das Geld, die Mittel und die Ressourcen haben, um einen Konkurrenzkampf gegen Mojang einzugehen. Ja, das werde ich dann auch in Zukunft verfolgen. Ich werde auf jeden Fall mal Hytale anzocken. Man kann die schon in der Beta anmelden. Und ja, Leute, wenn das draußen ist, werde ich auf jeden Fall ein Video dazu machen und mir die ganzen Shit mal anschauen. Dann würde ich aber sagen, das war's für das Video gewesen. Nein, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass das Video heute erst so spät kommt, aber ich war ein bisschen faul. Und deswegen würde ich mal sagen, haut rein, macht's gut. Seht ihr das? Seht ihr das, Mann? Das ist ein Taschenwärmer, Alter. Wollte ich jetzt nochmal fürs Video machen. Ciao.